Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in 2 12-Tage-Adventskalender rein. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die beiden Schätze bei Beauty Bay bestellt. Die kosten beide normalerweise 60,95 €, glaube ich, ja. Und jetzt gerade sind die auf 30,45 € reduziert und deswegen habe ich mir gedacht, wenn die ja nur noch die Hälfte kosten, könnte man sich ja theoretisch beide kaufen und hat dann quasi einen 24-Tage-Adventskalender. Also, ja, schauen wir mal zusammen hinein. Genau, was sich hier drin befindet, ist beides mit Revolution. Einmal der Shrek-Adventskalender und der Willy Wonka-Adventskalender. Und hier habe ich jetzt zuallererst den Gingerbread Man Adventskalender. Ich finde es übrigens richtig cool, dass der in so einer Blechdose kommt, aber der ist hier überall zusammengeklebt. Und hier haben wir dann auch 12 Schächtelchen drin und ich starte mit der Nummer 1. Als erstes haben wir hier, also ich glaube, wir haben auch Produkte aus der Limited Edition und so mit dabei, ne? Ein Lippenprodukt, und zwar sind das 1,4 Milliliter von einem Lipgloss in der Farbe Farquaad Lip Gloss. Das ist diese extrem schöne weihnachtliche Farbe. Also ich mag ja dieses Rot offensichtlich sehr gerne. Und den könnte ich mir, wenn ich hier zum Beispiel bei diesem Liquid Lipstick ein bisschen Glanz haben möchte, nochmal als Topper drüber geben. Der 2. Dezember ist super leicht und ich finde auch diese Prints da drauf sehr süß gemacht. Und die beiden Adventskalender sind auch tatsächlich noch verfügbar. Ich verlinke euch die super gerne in der Infobox, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Wow, das ist ein sehr großer Sponge. Und ich mag solche Sponges gerne. Vor allem finde ich gut, dass hier unten auch nochmal diese Kante ist, also dass es abgeschnitten ist. So kannst du halt wirklich unter den Augen ganz gut arbeiten. Aber du kommst damit sehr schlecht in den Innenwinkel. Das ist so mein kleines Aber dabei, ne? Ansonsten fühlt er sich super weich und super soft an. Und ich mag den eigentlich gerne. Das größte Kläppchen ist hier, die Nummer 3. Die ist nämlich selbstverständlich auch mit dabei. Und da haben wir ein Haarband drin. Okay, das ist ein Scrunchie. Aber mit Weihnachtsmutter, das muss bleiben, ne? Ist keine Frage. Ist fancy. Und ich finde es auch besser, als wenn die jetzt irgendwie einen Spiegel reingemacht hätten, muss ich sagen. Nö, finde ich cool. Haben die jetzt Tool hinter Tool. Das ist jetzt so eine Sache für sich, ne? Muss man selber entscheiden, ob man das mag. Hier haben wir die Nummer 4 und da haben wir auch den Esel drauf. Ja, ich wollte schon sagen, ich kann jetzt auch gerne wieder weitermachen mit Make-up, aber das ist natürlich jetzt eine schwierige Farbe. Hier haben wir einen Highlighter drin und das sind 2 Gramm. Wirklich sehr hübsch, aber irgendwie habe ich hier so Klebezeug, keine Ahnung warum, ne? Aber das ist eine super dunkle Farbe und das ist der Gingerbread Man in nicht ganz so glücklich als Pressing in dem Highlighter. Ist mir leider zu dunkel. Dann gucken wir mal, ob der 5. Dezember uns etwas glücklicher macht. Man konnte online auch sehen, was sich in dem Adventskalender versteckt. Ich habe aber vor einer Weile bestellt und ich weiß es nicht mehr. Hier haben wir etwas Goldschimmerndes mit 1,5 Millilitern drin. Das ist ein Liquid Eyeshadow. Das finde ich cool. Ich bin seitdem Danisa Myricks ja auch diese Twin Flames und so auf den Markt gebracht hat, wirklich ein Fan auch geworden von diesen Liquid Eyeshadows und die werden auch immer besser. Also mittlerweile kriegt mir nicht mehr alles in die Fältchen rein. Und 1,5 Milliliter finde ich auch wirklich eine gute Größe. Ich glaube, bei dem originalen Revolution Adventskalender sind die in einer viel, viel größeren Geschichte. Den kriegst du ja nie leer, bevor der kippt, ne? Weil das ist ja auch ein flüssiges Produkt. Der ist in der Farbe Gingy Liquid. Ja, das passt natürlich. Dann schauen wir mal, was die Nummer 6 zu bieten hat. Ja, hier haben wir wieder ein Lippenprodukt mit 1,4 Millilitern drin. Ein Lipgloss in der Farbe Charming. Okay, ja, also von Prince Charming. Auch hübsch, da haben wir Sparkles drin. Also der unterscheidet sich schon ein kleines bisschen von dem in der Nummer 1. Aber so wirklich abwechslungsreich ist es nicht. Dann schauen wir mal, ob die Nummer 7 uns etwas glücklicher macht. Das ist aufregend. Es ist grün, es sind 3 Milliliter und es ist ein Augenbrauengel. Wow. Shrek Brow Gel. Ich hoffe natürlich nicht, dass es grün auf den Augenbrauen ist. Ich hoffe vor allem, dass es die gleiche Textur hat wie der Brow Glue, weil der ist so, so gut. Das wäre auf jeden Fall eine feine Kiste. Finde ich an und für sich tatsächlich schön, dass es hier drin ist, weil es kein farbgebundenes Produkt ist. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen über die grüne Färbung hier, ne? Weil das ist tatsächlich das Produkt, was grün ist und nicht die Umverpackung. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht.
Aber hoffentlich im positiven Sinne. Ich habe hier wieder so ein Puder-Wow-Produkt drin. Und das ist ein Blush mit 1,5 Gramm. Schaut euch die Farbe an, ne? Das ist schon außergewöhnlich. Ich glaube, dass viele den eher so als Monolidschatten bezeichnen würden. Das ist ja mal hammermäßig. Ich brauche ja auch jetzt nicht drüber spekulieren, welchem Hautton da stehen könnte, weil das ist ja einfach anders, ne? Hä? Okay, in der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Lippenprodukt freuen. Das sind 3 Gramm von einem Lipstick und hier sind die Schweinchen drauf abgebildet. Und hier oben ist tatsächlich auch sogar eine Schweinsnase drauf. Die Lippenstifte von Revolution sind eigentlich richtig, richtig gut. Okay, es ist ein schöner Nude-Ton. Also das muss man wirklich sagen, das ist tragbar, das ist in Ordnung. Ist halt eine schöne Leberwurstlippe, wenn man den trägt. Ne? Jo. Aber es ist halt echt schon das dritte Lippenprodukt. Na gut, dann schauen wir mal, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Oh, Pinsel in Reisegröße und dann direkt 2 Stück. Das ist cool, das mag ich tatsächlich. Ein Concealer-Pinsel und einen, den du nehmen kannst, wenn du halt so... Ich würde sagen, ja, für Cut Crease würde ich den hier jetzt verwenden, ne? Der ist hier eher so zum Augenbrauen ausschneiden. Ich weiß nicht, was Revolution uns mit dieser Pinselform hier immer sagen möchte. Haben wir ständig in Adventskalendern drin. Süß! Okay, ja. Die Nummer 11. Okay, wir haben hier doch noch einen Spiegel drin. Ja, ist süß. Also hier haben wir das Gesicht vom Gingerbread Man drauf. Und hier haben wir halt den Spiegel, ne? Ist halt so ein Taschenspiegel. Der gut ist, definitiv. Also ich kann hier sehr viel, sehr gut sehen, was ich eigentlich gar nicht sehen will. ja, krass. Relativ viele Füllprodukte. Mal gucken, ob die Nummer 12 das Ganze jetzt noch ein bisschen raushaut. Happy Holidays, aber ich meine, dass da auch auf dem Produktbild eine Lidschattenpalette abgebildet war. Weil, ey, man zahlt ja normalerweise über 60 Tacken dafür, ne? Shrek X Revolution, das ist natürlich richtig süß. Das ist ein wunderschönes Printing. Und auch die Palette ist super schön. Not My Gumdrop Buttons. So schaut es aus. Also wirklich auch eine sehr tragbare Palette. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man ja auch einen lila Blush hier mit drin hatte. Ich glaube, das kann definitiv was werden. Für mich wären die Fännchen wahrscheinlich ein bisschen klein, weil ich hier auch in die Schimmertöne immer mit dem Finger reingehen würde. Ne? Aber das ist tatsächlich eine perfekte Palette für die 24. So, also zu diesem Adventskalender möchte ich an dieser Stelle sagen, für 60 Euro ist es eine Frechheit. Und für 30 Euro, was er jetzt kostet, ist es gerade so in Ordnung. Ansonsten finde ich das einfach viel zu überteuert. Krass. Einfach wild. Okay, jetzt gehen wir zu Willy Wonka and the Chocolate Factory. Die bringen, glaube ich, nächstes Jahr einen neuen Film raus. Und deswegen haben wir da jetzt auch die Limited Edition. Die bekommt ihr übrigens auch bei Purish. Da könnt ihr auch auf dem, bei dem Sale aktuell ganz gut auch auf die Limited Edition sparen. Und dann noch mit Claudies Welt 10% on top. Also wenn ihr möchtet, gönnt euch gerne. Die haben sehr schöne Produkte. Ich habe auch ein Video dazu gedreht. Ne? Schaut da super gerne mal im i vorbei. Genau, so, also hier haben wir auf jeden Fall den Adventskalender, der auf jeden Fall etwas verheißungsvoller, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick aussieht, weil die Boxen größer sind. Was dann aber letztendlich drin ist, werden wir sehen. Ich stehe drauf, dass wir hier auch den Oompa Loompa hier öfters abgebildet sehen. Und ich mag den Film tatsächlich auch sehr, sehr gerne mit Johnny Depp. Hier habe ich jetzt den 1. Dezember. Okay, wir starten mit unserem ersten Lippenprodukt und das sieht unglaublich schön aus. Das ist ein Lipgloss mit 3 Millilitern. Der aber irgendwie keine Farbbezeichnung hat. Der sieht so gut aus. Also die Farbe mag ich richtig gerne. Könnte man theoretisch auch mit dem leberwurstfarbenen Lippenstift aus dem anderen Adventskalender kombinieren. Aber hier haben wir auf jeden Fall auch größere Größen drin, was ich schon mal ganz interessant finde. Weiter geht es am 2. Dezember. Auch hier wieder ein großes Produkt. Es ist auch wieder ein Lipgloss. Okay, haben wir jetzt super viele Lipglosse drin oder was? 3 Milliliter, auch das dürfte eine Full-Size sein. Und ich meine, bei der Limited Edition war das auf jeden Fall so, dass das Lippenprodukt auch so nach Schokolade geduftet hat. Ich will jetzt nicht alles aufmachen, weil ich entscheide immer erst, nachdem ich die Adventskalender geöffnet habe, was ich halt davon wirklich behalte. Du hast nur minimale Farbabstufung, ne? Aber es ist eine Farbabstufung da. Ist okay. Wenn die jetzt nicht noch irgendwie 5 weitere davon hier reingepackt haben. Denn selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ich
hier haben wir was für die Augen. Also ich finde das wunderschön, dass wir hier überall auch dieses Willy Wonka and the Chocolate Factory drauf abgebildet haben. 1 Gramm haben wir hier drin. Und ich glaube, das ist ein ganz normaler schwarzer Kohlkajal. Aber ich finde ihn einfach dadurch sympathisch, dass es aus dieser Limited Edition kommt. Ja, der ist einfach schwarz, ne, so zum Anspitzen. Hier habe ich die Nummer 4. Golden Ticket. Und da hast du so einen Spiegel drauf. Ach, cool. Und das ist wirklich cool. Also, wir haben hier die schönste Verpackung von Blotting Papers, die ich hier gesehen habe, um es mal so zu sagen. Also, wir haben hier einen Spiegel, ne, für unterwegs, super. Und dann kann man das hier aufklappen. Und dann kann man sich hier die Blotting Paper halt rausnehmen. Und das dann auch abreißen, weil du hier ja diese Abreißfunktion hast. Ist auf einer kleinen Rolle hier drin. Das ist wirklich hübsch gemacht. Ne? Muss ich gerade einfach mal lobend erwähnen. Schön, so darf es weitergehen am 5. Dezember. Haben wir auch was Großes drin. Alto Belli, hier auch schon wieder. Powder Blueberry Blush. Warum? 6 Gramm. Warum? Die fahren ja gerade so ziemlich auf dieses lila Blush ab, ne? Gut, dieses Blueberry passt natürlich zum Film, ne? Also gibt es ja auch die Szene, wo die Lady da entsprechend... Das Kaugummi war das, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall ein lila Blush? Ich komme damit nicht klar. Die gleiche Farbe wie in dem Shrek-Adventskalender übrigens. Die Nummer 6. Schön, hier haben wir einen Bronzer drin und das ist der Cream Chocolate Bronzer mit 6 Gramm. Cream finde ich ja auch schon wieder toll, ne? Da hat Revolution ja auch diesen einen Bronzer gehabt, wo viele drauf abgefahren sind. Das ist aber kein Cream-Produkt, Claudi. Das ist ein Puderprodukt. Ich weiß nicht, warum der Cream. Wahrscheinlich Cream Chocolate. Riecht auch leider nicht nach Schokolade. Das wäre natürlich cool, ne? Mensch, da hätten sie mich ja direkt gekriegt. Der ist auch relativ dunkel, relativ warm, aber ich glaube, dass das auch ganz gut ankommen wird. Sehr schön gemacht. Also bislang finde ich den Willy Wonka Adventskalender deutlich schöner, ne? 7 haben wir hier. The Eye Patches. Wie viele? Da sind mehrere Eyepatches drin. Hä? Das steht hier jetzt nicht drauf. Aber das ist halt so richtig dick. Also keine Ahnung, wie ich das bepreisen soll. Ich werde die mal morgen früh ausprobieren. Dann weiß ich auf jeden Fall, was es ist. Und was da so... Doch, das ist wieder verschließbar. Da sind mehrere drin. Das finde ich geil. Wir machen das mal auf. Ach so. Okay. Schade. Ich hätte jetzt... eigentlich nicht schade, weil wiederverwendbar. Aber, ne? Das sind wie die Brille. Tatsächlich super witzig. Kannst du entweder warm oder kalt anwenden und dann legt man sich das auf die Augen. Das wirkt dann entweder belebend oder abschwellend. Genau, so. Das wäre doch ein Top-Thumbnail hier. Okay, ja, schade. Wäre jetzt irgendwie auch fancy gewesen, wenn da mehrere drin gewesen wären, aber so sind es halt solche. Na gut. Aber auch irgendwie ein cooleres Füllprodukt, als wenn du jetzt so einen Spiegel nimmst. Hier ist bestimmt auch irgendwo ein Spiegel drin. Auf jeden Fall nicht in der Nummer 10. Denn da wird es jetzt mit einem Schwämmchen weitergehen. Guck mal, das ist doch auch eine schöne Form. Eine überhaupt nicht schöne Farbe. Ja gut, aber so sehen meine Schwämmchen auch immer aus, wenn sie dann irgendwann mal auch in der Waschmaschine waren. Fühlt sich sehr, sehr weich an. Und das wäre auch mehr so ein Schwämmchen, was ich halt auch in täglicher Anwendung hätte. Ne? Also was bei mir halt auch besser funktioniert, weil ich damit halt besser kann. Man kennt die halt einfach, ne, von der Form. Die Nummer 11. Ach Quatsch. Nee, wie bin ich denn jetzt hier raufgekommen? Ich habe nach der 7 die 10 aufgemacht, das wollte ich gar nicht. Die Nummer 8 muss machen, dass es kracht. Mensch, ich habe hier ein paar Zahlen ausgelassen. Leute, sag doch mal einen Ton hier. Oh Mist, das ist eine Lidschattenpalette. In Inventing Room Danger Keep Out Notice Only Authorized Oompa Loompas Admitted. Es ist süß. Hier sind 8 Farben drin und da haben wir 8 mal 1,2 Gramm drin. Und das sieht doch schon mal sehr fancy aus, wobei ich die Optik jetzt nicht so wunderschön finde. Und von innen erinnert die mich auch tatsächlich sehr an die Lidschattenpalette, die wir ja auch schon bei dem anderen Adventskalender gesehen haben. Nur, dass die halt jetzt hier noch ein kleines bisschen dunkler durch diesen Ton hier unten ist. Ne? Ja, also eine neutrale Farbauswahl, ein bisschen wärmer, auf jeden Fall eine gefällige Palette. Vollkommene Verwirrung hier.
Weiter geht es hier jetzt mit der Nummer 9. Mal schauen, worüber wir uns darin freuen dürfen. Okay, wir haben ja auch ein Scrunchie drin. Und da ist so Obst abgebildet. Ne? Praktisch, süß. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum Revolution sehr viele Scrunchies in die Adventskalender reinpackt. Wahrscheinlich, weil sie günstig in der Beschaffung sind. Aber was ich halt so sehe, ist, dass Scrunchies so nicht wirklich unbedingt mit Make-up was zu tun haben. Klar, du machst dir die Haare aus dem Gesicht, aber es hat für mich nicht so den Ultra-Bezug, ne? Die Nummer 11. Die 10 habe ich ja eben schon ausgepackt. Ja, wir müssen natürlich noch einen Lippenstift haben. Wir haben noch keinen Lippenstift-Stift. Wie gesagt, die sind eigentlich echt klasse von der Art und Weise her. 2,8 Gramm. Hier hast du auch keine Farbbezeichnung. Schaut einmal so aus. Und also hat nicht das klassische Design von Revolution. Das ist auch wieder ein bisschen was anderes. Sieht sehr ähnlich zu dem aus, den wir ja auch in dem anderen drin hatten. Nur, dass dieser hier etwas matt aussieht. Und matt ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Vibe. Kannst du aber mit den Lipglossen halt auch kombinieren, ne? Ja, guck, und dann bin ich jetzt schon bei der Nummer 12 und die ist winzig klein. Ich hätte eher gedacht, dass die halt in die 12 dann auch die Lidschattenpalette reinpacken. Hier hast du was Goldschimmerndes drin. Wie witzig. Ein loses Pigment mit 3 Gramm. Okay, ja, das war ja damals mal bei MAC auch so mega angesagt und so, ne? Hier sehen wir das Pigment. Ich arbeite ehrlich gesagt nicht ganz so gerne mit Pigmenten, weil ich da einfach nicht so mit klarkomme. Ist jetzt für mich kein gelungenes Highlight. Wie gesagt, da hätte ich eher die Palette drin gesehen. Ja, also wenn ihr euch entscheiden möchtet, welchen der beiden Adventskalender man sich so holen könnte, würde ich persönlich den Willy Wonka empfehlen vom Inhalt her. Ich finde bei beiden das total verwirrend mit dem Blush. Warum? Ja, aber wenn ihr halt Bock drauf habt, beides zu nehmen, habt ihr jetzt ja die Möglichkeit, das zum 50% reduzierten Preis euch zu holen. Ich finde beide sehr verwirrend, sehr fancy, aber irgendwie auch schön. Also sowas als 24-Tage-Adventskalender mit ein paar mehr Produkten drin und dann eher so in Richtung von dem Willy Wonka, ne? Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber bei dem Shrek-Adventskalender finde ich, ist es das tatsächlich nicht wert, die 60 Euro dafür auszugeben, aber halt die 30 schon. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare, welchen ihr schöner findet, ob ihr beide richtig geil findet oder beide gar nicht gut findet. Ja. Und dann wäre es ja schon gewesen, ne? Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.